So. So, etwas verspätet. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu, jetzt kann ich auch zurück sagen, zu The Golden Sun. Nur Golden Sun, glaube ich. Verdammt. Egal, Golden Sun auf jeden Fall. Goldene Sonne, warum heißt es Goldene Sonne? Das werden wir vielleicht noch herausfinden. Genau. Ja. Boah, voll schlecht, ey. Okay, ganz kurz Steuerung. Das letzte Mal hat er ja Bene gespielt. Oh cool, mit B kann man laufen. Boah, das sieht voll. Als wäre irgendwie so eine Ente. Das hat Bene, glaube ich, noch nicht raus. Guck mal, wie er marschiert. Als wäre er sauer. Er ist sauer. Ja, das letzte Mal sind ganz viele Leute gestorben, die mir scheißegal waren. Genau, der Idiot hatte immer wieder das Dach kaputt gemacht, voll Absicht. Ist das überhaupt nicht? Keine Ahnung. Kein Problem, Dings, deine Schwester ist richtig sauer. Die hier? Ja, wahrscheinlich. Ich hab auch Garrett, manchmal hast du mich wirklich wütend. Was ist denn das Garrett? In dir drin. Dein Trainingstein. Achso, hat meine Blume zerdrückt. Das war da etwas langsamer. Oh, der Arm, das ist du dran. Komm nur nach Hause. Oh Gott. Okay. Und nochmal Benes Einsatz, weil hier ist noch eine Frau. Oh, Garrett, ich bin eifersüchtig auf dich, weil dein Großvater der Bürgermeister ist. Geht es dir auch so, mein Auge? Ah, eifersüchtig sind wir doch nicht nur. Ich kann nicht glauben, dass du mich eifersüchtig bist. Ich wünschte, ich kann dir die Erzählung der Reisenden lauschen. So sieht's aus. So, oh, gucken wir mal. Wir können jetzt hier hoch. Oh, da wollte ich eigentlich gar nicht. Die Halle der großen Weisen. Story. Ja, und der entblößt sich gleich da vorne. Willkommen, Mühewanderer. Wie kann ich euch dienen? Beleben, entgiften, ach so, so entgiften, Schutzaura oder Fluchbrechen. Oh, okay. Muss ja nix. Marihuana. Nicht mal gratis, weißt du? Alter Sack. Synergie verdankt mir das Fluchbrechen des Alfsbergs. Die Synergie ist es, die die Wünsche der Auserwählten erfüllt. Ich bin sieht genauso aus, als Zwillinge? Anscheinend wirklich. Die Macht der Psi-Energie darf nur für das Gute eingesetzt werden, niemals für das Böse. Ja, ist selber auch so böse. Ja, wir können schlagen uns ganz klar auf die böse Seite. Der hat echt voll die böse Stimme von mir bekommen, Mann. Ja. Der ist bestimmt böse. Toll, jetzt ist hier dieser kleine Tempel. Puff. Ach ja, gestern haben wir Mango und Mongo kennengelernt. Das ist schon mal gut, wer war? Ups, ne. Bei Dark Souls. Das waren zwei Typen, die zu viel gezwirbelt haben und dann fusioniert sind. Die sind jetzt Arsch und Arsch irgendwie. Ja, Mango und Mongo. Passen doch die Arsch auf einmal. Und wer soll das denn? Vale bleibt immer makellos, weil der Alefberg uns an seiner Reinheit teilhaben lässt. Wer es wagt, diese Reinheit zu beschmutzen, muss mit schrecklicher Vergeltung rechnen. Das war eine Frau. Was? Ja, das ist eben so ein Mongo-Dorf. Musst du hier vorbei? Ja. Oder musst du vorbei? Keine Ahnung, ja, müssen wir wahrscheinlich. Deine Mutter hatte... Genau dahin will ich. Oh, da sind wir hier sogar richtig gelaufen. Ah? Sie scheinen nur wenig über die Geheimnisse des Heiligtums von Sol zu wissen. Wie hieß doch, klingt doch mal die Tuse. Jesse, James, von Marzi, das bin ich. Habe ich die Tuse noch mal gesprochen? Oh, guck mal, er. Die Ältesten von Weltgewehren. Niemanden hinzuteilen. Oh, geil. Oh yeah. Niemand, nicht einmal Crane. Crane Lord, er uns von Nutzen sein kann. Keine Ahnung, ey. Verplant, wie sie klingt. Keine Ahnung, ich musste auch nochmal gucken, wie ich hier Dings gesprochen habe. Den hatte ich ja irgendwie an Lamus, der war ja ein bisschen langsam. Der hatte ja teilweise einen Satz, während ihr gerade geredet habt, hat er ja einen Satz gebracht oder so. Aber seine Stimme klang einfach nur so dumm. Ja. Dann musst du deine Nippel reiben. Das sieht nein. Doch keiner. Alter, nein, aber dann kriegst du den Tonfall richtig hin. Sein Wissen ist nicht zu unterschätzen. Wir können es. Boah, Magi, du machst das ja wirklich. Na gar nicht wahr. Mann, bist du abartig. Wie schon gesagt, ja. Kann niemand sehen. Ich bin James. Aber er ist noch viel sturer, als wir erwartet haben. Alter, wir müssen ihn foltern, Ja. Und er ist gerissener, als man es glauben würde. Mein Hintergrund ist schüttel. Wenn er nicht freiwillig geht, können wir noch immer... Jetzt hat er mal gepeilt, dass da hinter der Ecke welche sind. Oh, ihr da. Ja, kommt schon. Ihr seid ja Kinder.
Du Mädel kannst gehen. Ihr beide Jungs bleibt hier. Das ist der Subtext von dem, was er da eigentlich gerade sagt. Muss man zwischen den Zeilen lesen. Ja. Ich muss mir gleich noch was zu trinken holen, mein Mund ist total trocken. Was machen wir hier? Habt ihr unser Gespräch belauscht? Nein. Aber Siggi, ach nee, haben wir nicht. Ich denke, dass ich euch beim Wort nehmen sollte. Was ist das? Hey, ihr seid doch die hier rumgeschlichen sind. Herumschleichen. Das Wort ist geil. Das ist so, ne? Ihr lächelt dabei voll. Wer bist du, dass du es magst? Das ist ja der beste Mann. So, sein Blick ist auch so perfekt. Also hat sich Crane mit euch verabredet. Crane? Ja. Crane. Ja, wir wollten gerade zu ihm gehen. Ist diese Verabredung wichtig genug, um uns zu vertreiben? Moment, vertreiben, das Fair hat er da noch so in letzter Sekunde vorgequetscht. Wer, ich oder was? Nein, er hat es in letzter Sekunde noch geschafft. Ja, ist wichtig genug, komm. Wenn euer Auftrag wichtiger ist als unser, dann... Dann... Das will er gar nicht sagen. Dann geht. What the fuck? Lass uns gehen. Bist du sicher, Saturus? Bist du sicher, James? Ach so. Jesse. Wir haben keinen Grund, diese Kinder noch länger aufzuhalten. Gut. Oder einfach mal einen richtigen Genau, sie haben eigentlich schon ein bisschen... Wo ist überhaupt Mauzi? Lasst! Ja. Genau. Lasst uns gehen! Miau! Oh, das hat sich schlimm angehört. Okay. Jo, ernsthaft, sie lassen uns. Gleich wird ihnen schlecht, pass auf. Die lassen uns ernsthaft vorbei, das flasht mich irgendwie. Voll stumpf. Ja. Mach sie nochmal an. Das sind voll die schlechten Bösewichte. Hey, Kinder, ihr dürft Crane nicht warten lassen. Das soll besser gehen, bevor wir unsere Meinung ändern. Okay. Guck mal, er war schiefer, das sieht voll witzig aus. Ich bin sauer. Wir haben doch eben da gestanden, das heißt, das Kind müsste ihr auch gehört haben. Ja. Hörst du schrecklich Knurren von der anderen Seite des Zauns? Alter, Colin ist irgendwie so ein bisschen Schweizer oder so. So ein bisschen Schweizer Akzent. Er macht schon die Schweizer. Hörst du das schreckliche Knurren von der anderen Seite? Ganz kurz. Ich höre nichts. Wirklich? Du meinst, ich bin der Einzige, der es hören kann? Ja, du bist gestört. Ja, ist so. Nimm deine Pillen, Junge. Steffen, wer in dem Dorf ist nicht gestört. Steffen, okay. Drück mal kurz, ja, und mach mal links die Energie und mal gucken, ob du schon irgendwas hast. Heilung. Verschieben, versuchen. Oh, verschiebbar. Oh, das war sehr episch. Dann hast du das Kind jetzt verschoben oder was? Ich glaube, du musst doch den Stein verschieben. Vielleicht näher dran? Rückzug. Keine Ahnung. Ja. Du hast es doch, oder? Ich habe Angst. Oh mein Gott. Alter, ich schwöre mich weg. Ja, okay, keine Ahnung, ob ich hier irgendwas falsch mache. Aber Rückzug, ernsthaft, Colin? Ernsthaft, das kommt jetzt von dir. Was könnt ihr hier denn verschieben? Dann soll der jetzt mal was. Muss ich da überhaupt irgendwas drücken? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Naja, aber Rückzug. Normalerweise... Ja, genau. Zurückziehen und so. Oh, guck mal, wir können nicht durch das Gras gehen. Scheiße. Das ist halt hoch, Mann. Was willst du machen? Ja. Er könnte versinken. Ja, oder halt ja dran. Du darfst nicht ohne Pokémon ins hohe Gras gehen. Er hält sich daran. Er ist schlau. Ja. Naja, er könnte oder die Pokémon einfach verschieben. Oder rückziehen. Und dann gucken sich Lohn Schlitzin auf. Das wäre doch mal was. Oh, guck mal, eine alte. Greifberg sieht heute wieder wunderschön aus. Wir brauchen Marfa. Es ist so friedlich hier. Muss, glaube ich, etwas lauter reden. Ich glaube, ich weiß, ist ja, Pierre ist heute auch nicht dabei, weil, naja, wir mögen ihn nicht mehr, also haben wir ihn... Genau, wir mobben ihn ab jetzt. Ja. Dann wie Mob. Wir haben ihn im Garten vergraben. Ja, sollte eigentlich niemand wissen, aber was zur Hölle? Hat der... Wenn wir das jetzt ins Internet stellen, dann weiß jeder, dass wir... Ja, egal, wird wird guck mal, ganz kurz, das sieht so aus, als wäre sein Bauch sein Gesicht, weil seine Nase und seine Augen... Sein Bauch ist sein Gesicht. Ach du Scheiße! Bell muss verborgen bleiben. Die Geheimnisse der Psyanergie dürfen nicht in die falschen Hände geraten. Dies ist eins der Gesetze unseres Dorfes, die schon seit jeher weitergegeben wurden. Übrigens habe ich ein Gesicht im Bauch. Das sieht aus, als wäre sein Kopf auf Beinen. Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Nee, du gehst, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich würde immer nach oben gehen. Wieso? Nee. Ja, Crayden, der war doch hier letztens, oder? Hier war es doch. Ich habe keine Ahnung, wer Crayden ist. Der alte Crane.
Ich glaube, hier bin ich wirklich ein bisschen falsch, aber egal. Wenn ich schon hier unten bin, dann gucke ich auch gleich, dass ich auf Nummer sicher gehe nachher. Oh, guck mal, hier, wer ist der? Er ist ein Spanier. Geht deine Synergie zur Neige, laufen einfach in der Gegend herum. So kannst du sie langsam wieder zurückbekommen. Das war auf Wiedersehen. Der Typ, der sich eingestuhlt hat letztens, als der Junge vom Stand. Ah, da ist der Muskelöse. Da ist der Typ wieder mit der Nase. Ja, geht hier so fleißig jeden Tag am Alefberg? Nein. Oh. Schäm dich mir auf. Der Alefberg hält wach über mir. Geht hier jeden Tag, um den Frieden zu sichern. Oh. Huldige den Berg. Ja, das bist du da. Hey, Mau, hab ich dir schon meine neueste Fähigkeit demonstriert? Mann. Pack dein Ding wieder ein, Alter. Nur durch harte Arbeit erreicht man diese Stufe der Meisterschaft, Mau. Oh, scheiße, nichts wie weg, nichts wie weg. Oh Gott. Yeah. Oh Gott. Ein bisschen tanzen. Sie. Macht der Psy-Energie. Ja, ich bin so groß. Ja, was hat er gemacht? Also er ist eine heftig geworden. Er gezwirbelt. Ja, man konnte nicht weggehen. Oh, heute Morgen. Achso, ich dachte. Besuch, ich frag mich, wohin sind Leute jetzt? Wo sind da? Irgendwelche Leute. Ja, okay, wir müssen vielleicht doch zum Stein. Aber wir gehen mal in irgendein Haus rein. Genau. Oh, guck mal, hier kann man Säfte so kaufen. Nach heftig werden und heftig werden. Nee, hier kann man Säfte kaufen. Die machen die frisch. Immer die gleichen Schwerter in derselben. Natürlich, ja. Kiste drin. Heranspaziert, sieh dir nur unsere guten Waffen an. Kaufen, verkaufen, Artefakte, Artefakte. Tut mir leid, aber wir sind schon ausverkauft, komm später wieder. Was ist das für ein scheiß Laden? Hat nichts im Angebot. Was darf es denn sein? Langschwert, Kurzschwert, das sind alles Keule. Seine Größen. Man kann seine Keule kaufen. Ja, man kann auch sein Langschwert kaufen. Und seinen kleinen Holzstab. Wollen wir uns ein Langschwert kaufen? Ich weiß nicht, haben wir ein Langschwert? Ich guck mal. Wir haben eine Machete. Wir sind uns jederzeit willkommen, ciao. Nein, Zielenergie wollte ich nicht. Item. Wow. Kurzschwert haben wir. Was hat er? Ein Kurzschwert. Und sie hat einen Stab. Deren Namen umändern. Jenna sieht voll sexy aus. Spaziert. Kaufen wir uns mal ein geiles Schwert hier, ne? Der macht schon 23, wir machen 26. Auch. 33, man, verlangt schon. Ja, bitteschön. Ja. Sieht schon viel verwegender aus. Ja, jetzt töte ich ihn und kauf mir. Oh, ach, zurückkaufen. Wir können. Nein, mach doch. Ja, du hast dein Kurzschwert für 90 gleich. Kannst ach so, hast du das Langschwert ist eh besser, also. Ach so, ja. Nicht so. Dann verkaufen. Ja. Ja, nee, jetzt hat er es ja nur gemacht, weil. Also, okay. Jetzt können wir uns noch ein Langschwert kaufen für die anderen. Sollen wir? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie viel das an Unterschied macht. Da war es doch gerade. Aufgelistet. Ach ja, da war ja was. Willkommen, wir haben genug, was du brauchst. Mhm. Das ist auch ein geile Kräuter, aus, Mann. Nice geile gemacht. Kräuter und Gegengift. Kräuter haben wir. Keine Ahnung, 3, 2, 1. Dann geht ich noch mal so ein. 2, 1. Ach cool, okay. Okay, das ist auch mal nichts. Das ist das nee, nichts. Eine Anzeige. Bitte, bitte. Was darfst du noch sein, vielleicht so klein? So, einmal Gegengift einfach. Ich weiß nicht, inwiefern wir das brauchen. Deswegen. Da kommt bald so Wald. Dann kommt schauen wir das später mal. Wer weiß, wie heftig das Gift hier wirklich ist. Robert Trump war mein Vater, ein mächtiger Adept. Ich bin so stolz auf ihn. Kannst du so sprechen, als hättest du ein Fischstäbchen im Hals bei der nächsten Oma? Moment, ich muss kurz wissen, wie sie nochmal klingt. Ja, okay. Naja, wenn sie ein Fischstäbchen im Hals hat, kann sie gar nicht mehr klingen. Dann macht sie so... Nein! Okay, na dann. Seit vor 3 Jahren war nicht einfach für dich, oder? Hm? Keine Ahnung. Du bist ein starker junger Mann. Du bist zu klar gekommen, aber ich konnte es nie ertragen, Jenna so leid zu sehen. Tja. Tü. Keine Ahnung, Fischstäbchen. Ja. Na, das klang eher wie... Tot! Ja! 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 Ja, das Problem ist jetzt, dass ich nicht weiß, wo Craydens Haus ist. Craydens. Oh Mann, wir haben voll nicht aufgepasst. Ist aber naja, haben her. Wir vielleicht schon, aber... Das ist vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Naja, die waren ja alle oben, die beiden. Deswegen denke ich, dass Crayden noch oben. Boah, Colin, das macht voll Sinn, ey. Und sowas von dir. Ja, echt, ey. Boah, voll getan, Mann. Ich bin Baum. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ja. Gut, na dann wieder nach oben. Da ist wieder sexy. Der mit dem Bau. Der ist voll sexy, Mann. Ja, das ist voll Treppe, die du ja, ja, ich weiß.
Oh, guck mal, eine fette Frau. Was ist die Mutter? Mutter, Mann. Das ist die Mutter. Und unser Vater. Ja. Was? Wie war das noch? Hat sich angeblich selbst gestängert und zwar in einer Hauptbrust. Das ist ja auch alt. Ach, ja. Ehrlich. So, vielleicht müssen wir wirklich den geilen Stein hier irgendwie... Oder können wir es noch nicht machen, weil wir irgendwie vorher noch... Dachte ich mir eigentlich auch. Heilung. Was Teleport zum Eingang eines Gebietes. Verschiebt ein Objekt. Vielleicht muss irgendwas drücken oder gedrückt halten oder was auch immer. Verdammte Anleitung. Nur von der Seite. Und dann gegen den Zaun schieben. Nee, gegen den Jung. Oh, hier geht's auch so hoch. Okay. Nice. Sie wissen bereits zu viel über das Heiligtum von Zorn. Aber ehrlich, da ist ja eine Wand. Dinge, die nicht mal die Ältesten von der Welt wissen. Wände halt. Oh Mann, was haben sie über die Elemente gesagt? Ah, er führt Selbstgespräche mit sich selbst und seinen drei Persönlichkeiten. Nee, mit seinen drei Barthaaren. Drei? Okay. Er hat drei besondere Barthaaren. Die Elemente der Alchemie, Erde, Wasser, Feuer und Wind. Planen sie, sie zu mobilisieren? Von der dritten Stimme. Und der, die vier Elementarsterne und sind der Schlüssel? Oh Mann. Wie sind die Dinge, die nicht mal ein erfahrener Gelehrter der Alchemie? Nee, wie ich es bin, wissen kann. Der Vater. Sie beenden schon die Sätze des jeweils anderen. Na, einer. Oh, Mö. Und die anderen. Das sieht so aus, als würde die Elvis auf dem Herzen liegen. Mir, nee, nun. Es geht um diese beiden da, nicht wahr? Ich hab den Rest des Satzes vergessen. Ja, und einen nervösen Finger hast. Nee, ich hab die Absicht nicht weiter gedreht. Sie noch immer da draußen. Die sind sehr hartnäckig. Die stalken mich schon die ganze Zeit. Was wollen die etwa von dir etwas kriegen? Liebe. Oh. Ja, scheint der Fall zu sein. Wie das hängen wir mit der dritte Fahrt? Keine Ahnung, der ist gestorben. Achso, das war der Heroische. Muss man zu dem Bild erscheint? Oh, das ist so traurig. Der Alphaberg und das Heiligtum von Sol. Achso, verdammt, scheiße. Aleph. Schon wieder versprochen. Ja, sie sprechen davon, als hätten sie alles mit eigenen Augen. Gesehen. Voll die Freakshow, ey. Ist das nicht merkwürdig? Nee, das ist kein bisschen merkwürdig. Okay, ich musste selbst viele Jahre warten, bevor mir der Zutritt zum Heiligtum gewährt wurde. Natürlich ist es merkwürdig. Merkwürdig. Und wenn sie irgendwie eingedrungen sind, in mir, das könnte nicht mehr sein. Ach, und dass sie irgendwie andersfarbige Haut und Haare. Wir müssen den Ältestenrat und die Dorfbewohner informieren. Moment, noch wartet! What the fuck? Ich weiß noch nicht, wie akkurat ihre Aussagen waren. Ja, tot war. Tot ist noch schlimmer. Wir können nichts unternehmen, bis wir einen Beweis für die Dinge haben, die sie mir bereits erzählt haben. Was sollen wir dann tun? Nun, wir gehen und holen uns den Beweis. Oh, wir alle schon gezuckt haben. Du meinst, wir sollen selbst ins Heiligtum von Sol gehen? Nick? Ist das nicht unmöglich? Warum sollte es? Was? Warum sollte es? What the fuck? Nur weil es verboten ist, den Alphaberg zu erklimmen? Nein, wegen was anderem. Stimmt, wir wollen nur sehen, ob sie am Alphaberg waren. Aleph, aber ja. Egal, wir nennen es jetzt so. Wenn uns niemand sieht, geht das schon in Ordnung. Oder? Stimmt! Wir haben ja schließlich nichts. Gutes, nein, Übles im Sinn. Muss man einfach unser Gummis bleiben, ja? Nein. Nein, nein! Du lass dich meine Mutter davon erzählen. Oder nicht der Fall an? Ist es beschlossen? Hey, was? Ich weiß, ich bin's verraten. Sollte es unseren Anführer sein? Okay. Wow! Ja, geilste Anführer ever. Zwischen dem Alphaberg und dem Heiligtum von Sol ist es natürlich nicht gefährlich. What the fuck? Aber du wirst das schon schaffen, oder? Miau. Umsichtiger als Garrett, no. Das geht schon klar. Genau, miau, das war der Name. Oh mein Gott.
Gott, du willst mich schon wieder in Leben. Du musst nicht so unverblümt sein! What the fuck? Er zwirbelt jetzt erstmal. Er wollte eigentlich spontan verschwinden, aber er hat die Rauchbombe vergessen zu werfen. Und dann wollte er da wieder auftauchen mit der Flasche. Ich habe die Rauchbombe vergessen! Was? Klick weiter. Also gut. Lasst uns gehen. Ach so, jetzt habe ich erst... Mein Hirn musste eben kurz arbeiten. Alter, der ist in mich reingegangen. Ja, also wieder rein. Verdammter Freak. Sie sind alle in deinem Arsch drin. Alles klar, dann... Miau, alles klar, dann speichern wir an der Stelle mal ab. Und ich würde sagen, das ist dann ganz gut so für eine Folgenlänge. Deswegen bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Miau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ein Glück, dass der Alter länger bei uns bleibt.